Zum heutigen Weltwassertag haben die Mitglieder des Wasserturmvereins Burg wieder jung und alt zum Wasserturm eingeladen. Da ist er in seiner ganzen Pracht. Die Zufahrt ist auch wohlweislich gesperrt. Und die Vorbereitungen laufen noch. Was wird Tom mit dem Weltwassertag zu tun haben? Keine Ahnung. Was? Die stehen eigentlich so. Die stehen eigentlich da. Diese Tonnen. Das ist Plastikmüll. Und diese 3 Tonnen. Jeder von euch verbraucht im Jahr mindestens 3 Tonnen mit Plastikmüll. Und wenn man sich das hochrechnet, kommt da ein riesen Berg zustande. Noch größer, als du dir vorstellen kannst? Ja, noch größer, als man sich vorstellen kann. Und ein Teil dieses Plastikmülls gelangt in das Wasser, über die Flüsse, von den Flüssen, über die Meere, in die Ozeane. Und da haben wir jetzt das Problem mittlerweile, dass es ganz, ganz viel Plastikmüll in den Weltmeeren gibt. Da ist momentan nichts drin. Und wie sich das mit dem Wasser entwickelt hat und wie das mit dem Turm zusammenhängt, das erkläre ich euch jetzt oben. Okay, hat, ja. Wer war von euch jetzt schon mal auf dem Wasserturm oben? Ja, nee. Nee, ich noch nicht. So, also ihr wart schon mal alle rum. Ich nicht. Du noch nicht. Dann werden wir mal gucken, dass wir uns das. So, wer weiß denn, wenn der Wasserturm erbaut worden ist von euch? Ich würde sagen 1902. Ja. Also da oben steht das. Und was denkt ihr, wie lange haben die gebraucht, bis der Wasserturm fertig war? Wie lange war die Bauzeit? Na, ungefähr, wie lange die, wie viel Jahre? Wieder, ja, war er fertig. Und wie lange haben die gebaut? Was schätzt ihr? 2 Jahre. 2 Jahre? 3 Jahre? 4 Jahre. Die haben genau 1 Jahr gebaut. Die Grundsteinlegung war 1901 und 1902 war der Turm in seiner vollumfänglichen Geschichte fertig. Und wie das jetzt so funktioniert und zu was man den braucht, könnt ihr euch das vorstellen, warum der Wasserturm hier ist? Für Wasser. Für die Schwimmhalle. Na. Nein, für das Wasser, das benutzt man ja zum Trinken, Kochen. Also, genau. Was kann denn Wasser nicht? Hat jemand schon mal Fliegen? Kann Wasser den Berg hochfließen? Nein. Nur Berg runter? Ja. So, und Wasser braucht natürlich, wenn ich das alles ebenerdig habe, fließt ja das Wasser nicht. Wenn ich aber einen bestimmten Wasserdruck habe, dann fließt das Wasser und deshalb brauche ich den Wasserturm. Und wie das funktioniert, erkläre ich euch um und wie sich das entwickelt hat. So, jetzt gehen wir mal ganz langsam alle die Treppe hoch. Bis 1991 haben hier ganz normale Menschen gewohnt und das hier, das war sozusagen das Esszimmer und da hinten, wo ihr jetzt macht, das war die Küche. Unten war die Toilette, also wenn man auf Toilette wollte, musste man immer eine Treppe runter. Und wenn man in das Wohnzimmer und Kinderzimmer wollte, dann musste man immer eine Treppe noch weiter nach oben. Da gehen wir jetzt. Und was ist das für ein Turm? Hexenturm. Und der Turm? Wasserturm. Wunderbar. Das hat jetzt ein Mitglied des Vereins gebastelt in mühsamer Kleinarbeit. Den haben sie hier so lange eingesperrt, bis das fertig war. Der durfte so lange nicht raus. Das ist ganz schön böse gewesen, aber der musste hier eben so lange basteln. Und der hat ganz schnell gebastelt und der war innerhalb von einer Woche fertig. Quatsch. Aber hier in dem Zimmer war das Wohnzimmer und dahinter war dann das Schlafzimmer von der Familie. Und was die Wasser, weshalb der eigentlich gebaut wurde, da gehen wir jetzt eine Treppe höher. Wer am lautesten schreien kann und sozusagen das Gewölbe hier so ausnutzt, das ist dann auch am lautesten. Das ist nur mal erst zum Schluss. Also ich erkläre euch jetzt erstmal ein bisschen was zum Wasserturm. Ihr seht, es geht jetzt noch etwas höher. Und wer von euch hat zu Hause eine Badewanne? Alle. Und über uns ist die größte Badewanne, die wir auch so bieten haben. Weil unter der Holz.
Holzdecke ist ein großer Wasserbehälter. Der hat ungefähr das Fassungsvermögen von 400 Kubikmetern. Damit man sich das mal vorstellen kann. Wenn du da so durchguckst, dann siehst du jetzt ungefähr das. Ja? Und der Wasserbehälter ist deshalb rund. Weiß das jemand, warum der da oben ist? Nein, dass das Wasser mehr tut. Genau, weil? Jetzt ist mein Süßwasser ausgekippt. Aber das erkläre ich euch auch gleich. So, hier diese Rohre. Diese Rohre, da ist das Wasser über dieses Rohr nach unten gepumpt worden. Bitte geht mal davon Wasser weg. So, lass das mal an. Über dieses Rohr ist das Wasser nach oben gepumpt worden und über diese beiden Rohre ist es durch den Wasserdruck, weil auf 10 Meter Wasserhöhe erzeuge ich ein Bar Wasserdruck. Das muss man sich so vorstellen. Wenn ihr mal das testen wollt, das könnt ihr nachher unten eine Flasche, die voll ist, die hat mehr Wasserdruck als eine, die nicht so voll ist. Also das heißt, das ist letztendlich der Trick und deshalb hat man den Wasserdruck überhaupt gebaut. Gehen wir nach oben? Nein. Das ist das Reinigungsrohr bzw. das Notablassrohr. Gut aufgepasst. Das war jetzt für dich, ob du jetzt versuchst. Nein, wartet. Jetzt. Was hast du zu bedeuten? Diese beiden Wasserhalme. Wer ist der kräftigste von euch? Du da hin? Komm mal her. Gib mal da bitte nicht in das Nasse. So. Das hast du hier dran, ohne dass was ausschwappt. So, er ist jetzt derjenige, der in der Familie zu der Zeit, als der Wasserturm gebaut wurde, verantwortlich war, jeden Morgen diese beiden Wassereimer zu holen, weil das hat er nämlich für sich selbst gebraucht. Das war die Tagesration, die man seinerzeit verbraucht hat. Das heißt also, diese beiden Wassereimer hat pro Person um 1900 herum jeder hier im Burg wohnende für sich verbraucht. Ne? Kann man auch ein Bild von oben sehen? Warte mal. So, was, jetzt, wenn man jetzt mal ein Stück zurückgeht, jetzt geht er mal ein Stück zurück. So, könnt ihr euch vorstellen, was diese Gründe zu bedeuten haben? Das wird dir jetzt in den Wasserration einer jeden einzelnen Person, der heute braucht. Das heißt, jeder, der jetzt im Hof wohnt, verbraucht nicht mehr diese beiden Eimer. Was ist denn die Liste? Sondern nur 20. Die brauche ich. Das ist mehr als diese Eimer. Hier haben wir 20 Liter und hier haben wir 120 Liter. Das ist mathematisch. Wie viel? 20 mal? Wer kann es? Was? 20 mal? Richtig. Also das sechsfache Wasserverbrauch. So, und jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken wir. Könnt ihr euch vorstellen, was jetzt das Wasser bedeutet in diesem grünen Eimer? Nein. Süßwasser. Wir haben ja auf der Erde Süßwasser. Ganz, ganz viel Wasser. Ja? Und das ist das Wasser ins Verhältnis gesetzt, was in den Weltmeeren Salzwasser ist. In dieser Säule, was ich jetzt gerade ausgekippt habe, was stellt ihr euch, was könnte das sein? Süßwasser. Da ist noch was drin. Das ist das Wasser, was in den Südpolen und Nordpolen und in den Gletschergebieten in Eis gebunden ist. Das sind also 2% des vorhandenen Wasserressourcen sind in Eis gebunden. Und könnt ihr euch vorstellen, was in diesen kleinen Röhrchen ist? Nein. Oder war? Ja. Oder jetzt? Zack. Was ist das? Süßwasser. Das ist das ins Verhältnis gesetzt zu diesem ganzen vielen Wasser. Ist das Süßwasser im Verhältnis zum Salzwasser und zu den Eisbären? Mehr Wasser steht uns Menschen auf unserer Erde nicht zur Verfügung. Und deshalb ist es wichtig, dass wir eben nicht mit der Plaste unser Wasser verunreinigen oder mit anderen Dingen verunreinigen. Hast du da oben eine Kamera gemacht? Wir haben da oben jetzt eine Kamera und das ist jetzt abschließend. Und wenn man oben aus dem Fenster guckt, dann hat man genau dieses Bild. Das ist jetzt eine Original. Ja, aber habt ihr das nicht einfach auf die Kasse gemacht? Ja. Weil wir das einfach so gemacht haben. Wir haben ja
Paar weg. Herr Auerbach geht vor. Hallo. So, hier zurück, das ist die Akustik. Wer will mitschreiben? So, dann aus die, die schreiben wollen, die können schreiben, die, die nicht wollen, halte die Ohren. Oder? Also auf drei. Eins, zwei, drei. Das wünsche ich auch. Kleinen Moment, die Kamera ist gerade an. Eigentlich halt es ungefähr gleich hoch? Ja. Jetzt haben wir ja hier überall die gleiche Menge drin, oder? Wenn ich jetzt den linken ein Stückchen höher hebe, was passiert denn dann? Ja. Da geht dann mehr Wasser. Genau. Gut. Aber wenn ihr jetzt mal genau darauf achtet, die Wasserhöhe ist immer identisch. Ja. Selbst hier wird das Ei, glaube ich, nicht schwimmen. Also wird es untergehen, ja. Auf dem Grund und hier nicht. Und warum nicht? Weil das Wasser, sage ich mal, wie so, weil das Salz das Wasser wie ein bisschen dicker macht oder so. Eine andere Dichte. Ja. Und plumps, ist weg. Und jetzt? Ihr habt ja gesehen. Und da ist jetzt Salz drin. Genau. Aha, da schwimmt man auch in der Ostsee besser als im Bad, ja? Stimmt's? Weil da Salz drin ist. Toll. Ich bin ein bisschen heute durchwindig. Ja, das ist jetzt bald. Ja, das ist nicht. Öl, du hast es gleich geschafft, Max. Was macht ihr denn? Oh, das ist ja toll. Das passiert auch wieder durch die Oberflächenspannung. Es gibt Wasser muss ganz ruhig. Ey, Leute, super. Dazu gehört der Zander, dazu gehört der Barsch. Das sind also alles Raubfische, ja? So. Und noch eine Frage, bitte. Eins, zwei, macht ein, rutscht. Na super. Das war ein Wissensquiz. Ein Wissen testet. Super. Hallo. Michelle zur Feuerwehr. Die Badewanne? Nein. Hier kann man das auch machen. Ob da auch was? Das jawohl. Und jetzt so. OPH. Klasse. Und wieder ist eine große Gruppe erschienen. Wichtige Aufgabe jetzt auf euch zukommen. Wir wissen jetzt nicht, wer es ist. Einer von euch ist der 1000. Besucher beim Weltwassertag. Oi. Und das ist aber. Der Besucher ist unter den Kindern jetzt. Alle zu mir gucken, bitte. Mach, Paula, so. Super, super. Das sieht man nicht so richtig. Oh. Ja, ja, genau. Oh, nicht bitte. Lass ihn einmal. Super, danke. So, und bevor ich es vergesse, wenn ihr nachher einen Zweig mitnehmt und wenn ihr den zu Hause in die Vase stellt, könnt ihr dazu Ostern eure Ostereier dranhängen. Ja. Also nicht vergessen, wenn er geht, jeder ein Zweiglein mitnehmen. Ja. Mit dem besten. Ja.
Ich habe im Prinzip hier, wie soll ich sagen, Baumaßnahmen durchgeführt. Hallo, na? Und wie hat's euch gefallen? Sehr gut. Schön. Was war denn das Beste? Das habe ich mir so gedacht, ja. Und ich fand interessant, wie oben erklärt wurde, wie viel Wasser überhaupt nur Trinkwasser ist. Ja, das war ja sagenhaft. Ne? Also müssen wir alle schön mit Wasser sparen, stimmt's? Und nicht einfach den Hahn auflassen. Na dann, viel Spaß noch. Tschüss. Da freuen wir uns sehr, hat das wirklich, war immer so fleißig. Oh, Torte essen! Ja! Das, was er gesagt hat, kann das natürlich nicht aufgehen, aber alles schön. In der Torte ist der Mitgliedsantrag. Nee. Ja. Das steht ihm bei und wir freuen uns also überhaupt, dass er da ist und weiterhin bei uns bleibt. Also, da sind wir glücklich. Ja. Egal, ob als Mitglied oder als. Super! Der große Ansturm ist weg. Die Kinder sind alle nach Hause gegangen und am Nachmittag kommen dann sicherlich noch so einige Eltern mit ihren Kindern oder auch andere interessierte Bürgerinnen und Bürger. Na, sag, welchen du möchtest. Welchen? Ich möchte Cola, bitte. Ja. Mach mal so. Oh. Lecker, lecker. Darf einfach schwenken. So. Schwenk? So, jetzt darf ich, er hat geschwenkt. Wir haben uns hier nochmal zusammengesammelt. Den Orden hatten wir ja bereits überreicht, den Orden der Arbeit. Wir haben es auch nochmal dokumentiert für alle Mitglieder. Ja. Es gibt ja hier so Leute wie Gerald, die kommen hier mal her und schlafen. Und zwischendurch arbeiten sie ein bisschen. Und darum möchten wir dir, lieber Gerald, das heute nochmal als Erinnerung, dass du auch weißt, warum du herkommst. Ja, ja, mehr schlafen zum Ausholen. Dein Arbeitsgerät? Warte. Und dann haben wir hier bei Gänsefutter noch eine kleine Flasche hinterlegt. Ich habe ihn mit 8 auf Versehen einmal angeschossen. Ach, du bist es. Ja. Oh. Ich bin ganz nett. Hey. Oh. Und Applaus! Applaus! Unser fleißiger Gerald. Hast du verdient? Hast du verdient? Ach, wo denn? Du machst die Flasche auf da. Aber das ist nicht einfach. Musst du schön gleich mit dir. Oh, jetzt ist der Bein dran.